Und los geht's. Ja, geht los. Oh ja, sehr schön. So. Jetzt, ich denke mal, dass jetzt das so ein bisschen länger gedauert hat, weil Malediction noch mal ein paar Worte mit seinem Team gesprochen hat. Oder ich hoffe das auch so ein bisschen. Vielleicht auch mal jetzt so, schon haben sich jetzt auch besser oder noch mal überlegt halt, was sie jetzt bannen wollen. Ich meine, der Heimerdinger und der Felkos-Ban jetzt ist erstmal gleich geblieben. Das hat man eben auch schon so gehabt. So, natürlich wieder Velkos Target Bann gegen Time to Laser. Erik hat auch nicht die beste Karte. Darf auch nie Velkos spielen. Und wenn man ihn offen lässt, gibt es ein 20-Minuten-Game. So, Heimerdinger Bann. Ja, Und ah, der Ornbann, ja, ist genau dasselbe wie vorhin bisher. Aber ich denke mal, dass man sich jetzt den letzten Bann für Aphelios noch aufhebt. Würde ich tippen. Ja, der Pike ist auch wieder raus. Das ist halt aber auch wirklich krass, oder was Max da wirklich mit diesem Champ da abziehen kann manchmal. Hat man ja auch letzte Woche erst im Spiel hier gegen Tentacle gehabt. Set können. Also ich glaube, der wird doch nicht bei Pro Oh Mann, Draft man drin lässt sein. Aphelios wirklich offen. Weil vielleicht forst man sie auch drauf, dass man da irgendwie eine Antwort gegen hat. Ja, vielleicht hat man wirklich eine Antwort gegen. Na, die Antwort ist Set wahrscheinlich, also. Die Antwort auf alles. Set. Ja, es ist kackegal, was jetzt gepickt wird. Ivan, Antwort Set. Oh, Und nochmal, boah, Lustband was? selber fehlt das, okay? Okay, dann, das könnte ich mir auch vorstellen, dass das HSMW-Team sich, dass vielleicht Sotor jetzt sich gesagt Stimmt, hat, beim dass wir letzten Mal den bei einfach Ulus, picken. beim ersten Mal bei Ulus First Pick. Und jetzt ist Ja. HSMW First Pick. Oh, ich glaube, ich glaube, das hatten die wirklich vorgehabt jetzt, und das hat Ulus wieder sehr gut durchschaut, also. Das könnte natürlich Wieder sein. Ulus eSports, ja. So, Ja, man nimmt lockt man die jetzt wieder Caitlyn dann Caitlyn dafür. ein. Set und Set, dann können die Gegner nicht mehr callen. Ja. Ist halt echt so. Ja, Set, das war so das Set. Erste, wo der rauskam, wo ich mir den Namen angeguckt habe, habe ich mir so gedacht, warte mal. Irgendwie klingt da was gleich, ne? Kam da nicht irgendwer rein und meinte, ey, neuer Champ, Set kommt raus. Ja, der ist doch schon draußen. Ja, nee, mit einem S. So, Caitlyn und. Oh, man will wirklich nochmal Nautilus hier spielen. Nee, Ulus diesmal, nicht Ach, das ist Nautilus. Ulus. Oh, sorry. Mein Fehler, mein Fehler. Man pickt den Nautilus weg. Weil der Ja, Nautilus ist halt. ich weiß nicht, ob Max das jetzt nochmal gemacht hätte. Da verspielt Max noch so viel Weiß Sports. nicht. Also, wo er auch immer richtig krass mit abliefert, ist Swain auf jeden Fall. Stimmt, Das Swain sehe und ich mit auch immer Caitlyn sehr könnte das echt gerne. gut sein. Ah, aber das ist immer gegen Nautilus, ist, ja. Würde vielleicht gehen. Also, du weißt Ja. halt noch nicht, welcher ADC gespielt wird ADC bei First Pick ist halt immer Ulus. so eine Sache, weil Caitlyn ist halt jetzt, also Nautilus ist halt auch mies für Caitlyn. Weil Caitlyn ist halt unmobil, bis auf ihr Netz. Und Nautilus kommt da allein mit der Ult so einfach ran. Ich meine, natürlich ein smarter Pick oder ein schöner wäre jetzt Morgana. Nochmal. Genau. Ja, ich wollte es genau gerade ansprechen. Also wirklich, ja. Caitlyn Morgana. Man hat das Binding, es ist einfach eine 0815-Kombo. Ja. Du hast das Binding, du hast die Traps. Wenn die Gegner einmal drinstehen, sind sie meistens tot nach mindestens einem Dann halben Item fliegen auf zwei Caitlyn. Headshots und dann ist Und du hast Schluss. das Bale Shield für die Nautilus Ult. Also sie Jo. ziehen eigentlich nur Vorteile gerade daraus. Kann man auch. Groban leider nicht. Hier wird für jeden Einzelnen gespart. Seine erste Performance hat er doch schon Erste gehabt die Woche Performance. halt. Flawless hat mal ordentlich reinspendiert hier. Ich verstehe nicht, warum die Leute dafür sparen. Also grob an Videos und dann Ja, findest du es schon nee, irgendwo. ist nicht da drin. Mehr Qual für euch als für mich. Ja, es war mal Es auf waren doch auch mal nur Set. 10k. Wir haben es ein bisschen angehoben. Bis wir festgestellt haben, wie schnell das funktioniert, bis Florence So. das bewiesen hat. Da musst du gleich 10 mal hintereinander. So, Olaf. Und man pickt wieder Klett bei Udus. Also ich glaube, dass der Waifu mit Klett da ganz solide ist. Das wurde ja vorhin angesprochen, dass er, ich glaube, ein Klett-Main ist. Ach so, du meinst Emilia, ja. Ja. Jo. Genau. Genau. Hat er ja eben Genau. schon sehr gut gespielt. Und Deshalb Jarvan sehe ist ich auch das auch wieder. gerne nochmal klar. Aber Jarvan hat wirklich, das funktioniert. Jungle-Duell ist gleich geblieben hier an dieser Stelle. Also da will man gar nichts irgendwie anders machen. So, man band Man jetzt. bannt jetzt doch noch den Viktor, hat doch Man band sogar gemerkt, dass. Juto und Ja. Erik Dings weg. Die Champs weg. Ja, den Kamel-Bann kann man machen, aber da hätte man vielleicht auch noch was anderes bannen können für, aber. Wie gesagt, mit Viktor ist halt
der gute Erik immer sehr, sehr stark unterwegs. Also ich könnte mir Erik jetzt auf Ahri oder auf Zed ganz gut vorstellen. Ja. Und Yuto, mein Shen wäre eine ziemlich gute Option. Mit dem Olaf vor allem. Und bei Ulus brauchen sie noch Radis hier mit Laner. Uvarus, okay. Uvarus natürlich auch mit einer guten Frontline, die man mit Jarvan, Nautilus und Klett auf jeden Fall hat. Das kann richtig zwiebeln. Und das HSMB-Team entscheidet sich für Ryze. Ryze könnte jetzt hier ein Flexpick sein, also Yuto kann Top Ryze spielen und Erik könnte Mitte, glaube ich, auch Ryze spielen. Also da wird es wahrscheinlich jetzt. Ach nein, man meint, die picken gleichzeitig. Hinfällig. Guten Abend! Holy Song. Da. Hallo. Oh. Ja, schönen guten Tag. Willkommen zu Ulus Esports gegen HSMW. Esports, ja. Gut. Der Dönerladen trifft auf die Hochschule. Das ist der letzte Pick. Komm. Es ist wirklich ein sehr schöner Abend bisher. Also Yuto ist ein richtig guter Ryze. Man gibt Erik, glaube ich, den Galio. Ja. Mein Galio ist solide. Man kann von der Midlane ja, auf jeden Fall. Gerade auch das Roaming-Potential, was du dann mit ihm hast und alles. Du kannst halt wirklich schnell mal Bot sein. Dann hast du noch den Ryze dazu, ja? Das ist Galio und Ryze. Sehen wir hier den Norte des Midlane? Oh Gott. Wollen mich doch verarschen. Ist das zweite Game, Holy Stone? Das erste Game hat Ulus gewonnen. Nee, was? Man macht's nicht. Okay. Ja. Ach stimmt, die haben ja zwei Erik. Die Teams stehen. Yuto und Time to Laser heißen ja beide Erik. Stimmt. Ach, die heißen beide so? Die heißen bei beide Yuto wusste ich das gar nicht. Na gut. Shit. Ja. Ja, dann machen wir Time to Laser und Erik ist Yuto. So, fertig. Ja, aber Time to Laser ist ja. Wir nehmen Spielernamen. Da kommt Kinder zur Verwirrung. So, man nimmt die Akali. Sollte, glaub, die aber guck mal jetzt, wir haben jetzt ein rotes Ausrufezeichen oben links, Mensch. Oh, sind wir schon im roten Bereich. Oh, schön. Get one ready. Ja, wir sind natürlich bereit und hoffen auf genauso ein spannendes Game wie eben nochmal. So. Schon geil, Support könnte auch sein, aber ich glaube, dass Morgana und Caitlyn eine viel zu gute Synergy haben. Dass man Morgana auf die Midlane stellt. Weil das ach so. Mein Galio könnte auch gehen, aber ich glaube, Morgana ist einfach zu gut für. Ja, gerade Caitlyn Morgana, wenn das jetzt irgendein anderer ADC wäre, dann vielleicht auch mit Caitlyn Morgana. Das könnte Galio, glaube ich, nicht mehr so schlecht sein. Man hat auch genügend Möglichkeiten, für Caitlyn die Fallen zu preppen. Aber ich glaube, mit Galio hast du halt auf der Midlane mehr Ult-Möglichkeiten. Um Top, Jungle oder mit Botter auszuhelfen. Alter, die Stimme immer von Felius, ey. So. Erik hat mir gerade geschrieben, er muss Galio spielen. Sad Laser Noise. Wir sehen den Galio Midlane. No. Der hat ja keinen Laser, dann kann er den nicht spielen. Ne? Ich meine, ja, Galio hat zwar ziemlich hart gelitten mit dem Nerf, aber ich glaube, so bad ist der halt echt nicht. Nö, das denke ich auch nicht. Wenn man dann richtig den Gage findet, das ist schon nicht schlecht. Schaden macht er vor allem auch. Hast du gesehen im Warrior-Video jetzt, wie wichtig er ist? Ja, das war wieder die Ankündigung, dass er bald wieder OP ist dann. Das ist angeteasert worden. Aber Yuto auf Ryze, das ist halt interessant. Da bin ich hungrig. Das haben doch bestimmt auch alle Leute hier gesehen, das neue Warrior-Video, oder? Was haltet ihr davon? Schreibt mal was rein. Ich glaube, wenn es eigentlich. Ich muss wirklich sagen, ich habe es so oft mir schon angeguckt. Das ist so geil einfach nur, gell? Also, wirklich. League da wieder rausgehauen hat, unglaublich. League schafft es. Fand es ein bisschen schade, dass mein Urgot dann mal so ein bisschen vorkam und dann auch ganz schnell wieder weg war. Dann, ne? Also, ja. Aber jetzt war er mal drin. Er durfte mal kurz ein paar Steine kaputt machen halt und Handschuhe. Das war es dann da auch, oder? Das ist Klett Mitte. Ich meine, Klett gegen Ryze ist, glaube ich, unschön. Aber man könnte die Akali gegen den. Ja, never mind. Ich glaube, dass Emilia Klett spielen wird. Ja. Oder? Oder? Sehen wir jetzt hier eine Überraschung? Eine Überraschung? Eine Überraschung. Nö, wird nicht getauscht. Flori spielt Klett. Jetzt haben wir auch auf beiden Seiten zweimal TP und einmal Ignite.
Das war ja vorhin anders, da hatte ja Ulus, glaube ich, 2 Ignites gehabt, gell? Ja. Ja, genau, und da hat Diana noch für Midlane mitgenommen. Jo. Und das ist also, das ist jetzt echt halt Miko auf Clint. Ja. Also Miko auf Clint. Na, oder das ist, na gut, das ist Ulus. Die tauschen mit in den letzten 0,5 Sekunden. Pass auf. Gleich kommt's, pass auf. Gleich kommt's, pass auf. Die swappen jetzt komplett durch, wie damals mit dem SV Jungle halt, der eigentlich geplant war, was aber zum Schluss so. Ja, da kommt das Bock. Das ist Ulus, also. Da kommt das Bock. Beze. So. Mittlerweile kennt man die Teams, ey. So, dann oben. Meinst du, also Ryze, einer von Yutos Comfort-Picks auf jeden Fall, eines seiner stärksten Picks. Also ich denke mal, da wird er jetzt auch noch besser klarkommen. Ich meine, am Anfang wird es schwierig, klar, du brauchst halt erstmal deine Items für deinen Schaden, aber dann später sehe ich ihn da eigentlich auf jeden Fall vorne. Aber es ist halt, wie gesagt, jetzt im Early wird wahrscheinlich der Klett wieder sehr dominant da oben sein. Genau, dann Olaf Jarvan, das Duell, das hat man eben gehabt. Auch wieder, du hast, kannst mit Level 3 wunderbar ganken, kannst dein Team nach vorne bringen, in Teamfight die Jarvan ult, ganz cool. Ja, was meinst du bei Midlane, Spieler mal an, dein Gebiet? Midlane, das ist halt Galio gegen Akali. Mein Galio ist relativ, macht Schaden und kann tanky werden. Ich schätze mal, dass das Spell Shield ihnen auch einen Vorteil geben wird gegen Akali. Aber ich weiß halt nicht ganz, ich meine, Flori ist individuell ziemlich gut. Ich würde ihn sogar fast gleich mit Time to Laser setzen. Würdest du? Vom Skill Level. Beides, naja. Wir haben ja schon mit beiden jetzt viele Games so privat gespielt. Die sind schon wirklich echt. Deswegen. Das ist wirklich ein ganz anderes Level halt, was die spielen. Wenn man Akali kann, also Akali ist lecker. Das ist. Ja. Na, ich habe aber. Ich glaube, ich habe Flori schon einmal drauf gesehen oder so. Ich bin mir ja nicht sicher. Wenn ich. Könnt ihr mir auch vorstellen, dass, genau, mein Geil mit seiner W bekommt er halt Magic Reduction alles. Magic Damage Reduction. Aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass Erik ein bisschen, zumindest in Richtung Midgame, etwas safer spielen wird. Early könnte ich mir vorstellen, dass auch Early mal reingeht. Weil wenn mit Geil die Combo sitzt, dann. Jo. Kann das ziemlich gut enden. Toll, Pokémon, scheißegal, der kann alles. Ah ja. Gut. Und Botlane. Oh, Botlane noch. Genau. Caitlyn Morgana, so eine Standard-Botlane. Varus Norte ist halt auch ein ziemliches safer Botlane. Ja, ich überlege. Gerade, wie ich Max schon mal auf Morgana irgendwie gesehen habe. Also, er hat das definitiv schon irgendwie ein bisschen gespielt, aber ich kann mich nicht mehr so wirklich dran erinnern. Das ist schon länger her, glaube ich, wo Morgana mal gespielt hat. Oder ich habe nicht aufgepasst halt. Ja, Varus Nautilus, das ist halt dann immer. Also das Beste für diese Lane ist es dann quasi, wenn die Morgana Q raus ist und du dann mit Nauti halt einen Hook triffst halt. Stimmt, Hybrid, die Galio W ist ja dann für die Größe der Shroud. Bei dem Live-Event. Ja, gut, das kann sein, dass er da gespielt hat, ja. Ja, doch, das könnte hinkommen. Aber trotzdem, Caitlyn Morgana ist halt Vorteil, wenn Binding trifft, kommt Schaden durch. Aber Varus Nautilus ist halt auch so, wenn halt irgendwie mal der Nautilus reinkommt und halt Morgana und Caitlyn einen Fehler machen, dann kann es auch sehr, sehr schnell zum Kill für Ulus übergreifen. Deswegen ist Botlane, glaube ich, auch nicht wirklich bestimmbar. Doch je nachdem, wer wen jetzt zuerst pickt oder den Kill bekommt zumindest. Ja. So, da drehen wir nochmal die Kärtchen um. Ja, was ich nicht viel gerne. Weil dich, die Jungs haben alle schnelle PCs. Das sollte schnell. Oh, Soto wieder mit Caitlyn? Oho. Soto hat keinen Champ, der unter 100.000 Mastery-Punkte ist. Yuto, seine Punkte könnten jetzt ein bisschen irritieren mit seinen 16.000, aber Yuto ist echt nicht so. Hat so auf Smurf gezockt, wa? Hat schön auf Smurf, hat dann auf Level 7 mit 300.000. Zum Unterschätzen. So. Ja. Die Kluft baut sich langsam auf. Wir gehen ins zweite Game. Ulus eSports gegen Hochschul-HSMW-Team. Hochschul-HSMW-Team. Ja, das Hochschul-HSMW-Team. Jawohl, let's go. Ja, es wird später. Es wird später, dieser Abend. Zweite Game. So, bin ich jetzt mal gespannt, ob sie sich jetzt trauen zu invaden. Gerade vielleicht mit dem Naughty-Hook. Ich weiß nicht, wie sicher sich Chung damit fühlt. Aber es sieht nicht danach aus.
oder? Ja, nee. Wird nur eine safe Aufstellung sein. Man riskiert nichts. Oh, Yuto ist oben. Hat man auch, glaube ich, bemerkt, dass der Junge sich da rumtreibt. Und Jarvan scheint oben anzufangen und Olaf ebenfalls. Olaf pinkt, er möchte rein. Also die wollen vielleicht invaden. Frage ist jetzt, ob sie es besser machen als Ulus vorhin. Ja, der Ender kriegt ihn aber nicht abgebrochen. Ah, Klett ist noch da. Man sieht's aber, die haben Wischen da unten. Klett sieht's die beiden genauso. Man kriegt man sie Deep Ward, der könnte später nützlich sein. Um zu wissen, wo der Jungler sich rumtreibt. Ja, aber ich weiß nicht, hat Klett das gesehen? Ich glaube nicht. Ich glaube, er stand zu weit hinten im Busch, dass er da nicht mehr hingucken konnte. Ich glaube, das hat man gesehen, doch. Ja? Ich würde schätzen, dass man das... Ich meine, spätestens im Ward da unten im Tri-Busch. Im Busch in der Mitte vom River. Ja. Spätestens da hat man sie gesehen. Ja. Okay. Ja, Midlane und Tempel, da nimmt sich ja gar nichts. Ja, ich denke mal, das ist jetzt erstmal ein bisschen. Ja. So, wir traden die Jungs gleich hin und her. Ja, da wird schon mal ein bisschen getestet, wie weit man gehen kann hier. Olaf jetzt erst fertig mit dem Blue. Der Jarvan hat schon fast seine Raptoren dadurch, also. Olaf hängt ein bisschen hinterher jetzt. Aber es sind auch nur ein paar Sekündchen. Ich meine, du hast halt zum Glück mit Galio die Q, dass du auch immer mal ein bisschen poken kannst. Die Morgana Binding sitzt. Man hat leider noch nicht die Fallen auf der Seite von Caitlyn. So, und da kommt jetzt. Ah, kriegt man hier seinen Taunt durch? Nein, oh, ist auch ein echt guter Counter. Miko, hast du das gesehen, ey, wie er da wirklich alles schön abwartet? Ja, da kommt nochmal ein Pfeil, der verfehlt die Caitlyn ganz leicht. Tja, bin ich echt gespannt, ob Jesus jetzt auch nochmal so abliefern kann, wie er eben mit Aphelios gespielt hat. Mein Varus wurde ja auch ein bisschen gebufft. Gegen den Stacks, glaube ich. Okay, Floor sagt, unser Midlaner, der Midlaner unseres Vertrauens, sagt, dass Galio ein guter Pick ist. Ja, Floor kann man da schon vertrauen, denke ich mal. So, ein Time for Desert kassiert doch ordentlich gerade. Und der Hook sitzt! Oh, das war aber auch wieder Max Range. Also, holy. Aber da muss er jetzt aufpassen. Hat er Beine gehabt, verfehlt. Und Kelvin ist auch extrem low enough. Ja, aber Olaf, aber kommt Olaf ist da. Ah! Raus kommt ebenfalls raus. So, das Problem ist, die Flashes sind komplett weg jetzt erstmal da unten, ne? Mein Kate, wer hat jetzt noch? Hier sehen wir es ja. Caitlyn hat Caitlyn Morgana. Und Morgana haben noch. Von ansonsten ist komplett alles raus. Mal hat noch ein Ignite hier auf der Seite von Nautilus. Vom Hasen. Mädchen hat Kinder geflasht. Nee, das stimmt. Von Ulus, die da. Naja, bei der Jungle halt noch kam, ja. Aber so, Morgana drängt die Jungs gerade spitzenmäßig zurück. Das heißt aber auch jetzt ohne Flash, wenn da wirklich jetzt die Q sitzt von Morgana, dann bist du eigentlich tot da unten. Allgemein ja. Deswegen kann Morgana auch gerade so gut Pressure da unten aufbauen. Sie muss halt nur nach vorne gehen und die Gegner müssen Angst haben. Ja. Weil sie beide kennen Dash. Oh, jetzt ist der Galio, der holt sich hier. Trifft den Torn. Trifft den Torn und das könnte der Kill sein. Das ist der. Ah, Time to Laser, wir sehen es leider nicht. Der Kali, Kamera. Der Kali holt den Galio. Was? Und dann sehen wir das nicht hier. Die Kamera ist betrunken. Scheiße. Das. Oh. Das gibt's doch nicht. Da hat sich Flori wieder hier irgendwie durchgemogelt. Ich glaube, es war sehr knapp. Ja. Sehr spannend. Ja, also sehr spannend war es. Also. Ich glaube, der Erik, der wird sich auch sehr ärgern da jetzt. Das ist mal eigentlich von ihm gar nicht so gewohnt. Also geil, bisher echt ziemlich solide Mitte. Oh, es war halt echt unlucky gerade. Mhm. Das war echt ein schöner. Da kommt der Cat Engage. Ja. So viel Schaden. Ja. Da siehst du auch mal wieder, wie stark der Early halt sein kann. Ja, was macht denn so viel Schaden? Klett. Gestern. So, also, Gestern. Gestern. Auf jeden Fall, der Olaf kommt. Du wolltest doch wissen, seit wann. Ach so, das meinst du damit. So, und Gaio geht relativ. Es ist schon clean, wie Miko das spielt bisher. Ich meine, Gaio hat ja die Möglichkeit, Rod of Ages oder ein bisschen Mass zu bauen, um halt extrem tanky zu werden. Torn sollte sitzen. Oh, dann trifft man auch nochmal Knock-up, ja.
Ja, Kali hat aber jetzt schon Ult und das hat der Galleon nicht. Das nützt ihm auch nicht und das ist. Das ist der gute Miko. Geil war halt noch den Vorteil, ja, extremely tanky zu sein, wegen Aftershock. Vor allem Aftershock. Aber nützt ihm momentan relativ wenig. Der Jutta geht zu weit vor. Der Schaden von Klett. Ja, und der Flash ist raus. Und das weiß auch der Klett. Der flasht er hin und er holt sich den. Ja. So und dann geht das. Ja. Solo Kill. Geht der Dönerladen schon wieder 4-0 in Führung. Erstmal jetzt hier direkt early. Ei, ei, ei. Ja, das ist wieder so ein Start, den du eigentlich nicht haben willst. Jetzt erstmal. Mhm. Ja. Oh, schöner Sidestep von Final Minute. Den konnte er leider nicht sidestep. Aber der Chase Viking ist da. Ja, und das sollte reichen. Ja. Olaf rennt ihm hinterher. Die Kombo war ja flüssiger als Wasser. Schön. Sein Infernal ist mittlerweile ab. Wir sehen keine Infernal-Seele. Greedy. Was ein Play. Oder war auf dem Weg nach unten. Das heißt, es könnte ein ziemlich guter Botgang werden. Morgana hat auch Ult und Flash, meine ich. Hat auch Flasher. Ja, trifft man leider nicht, aber Olaf kommt und Space Shield blockt. Und ich glaube, Varus sollte tot sein. Varus hat keinen Flasher. Ja. Varus ist definitiv tot. Ja, aber na, man hätte vielleicht versuchen können, einfach wegzulaufen. Als Nautilus, man hat seinen Anker noch, aber jetzt kommt Flori. Und jetzt kommt der Vorteil von Galio. Galio ist ebenfalls da. Holt und ja, Flori könnte so gut abholen. Und, oh, das reicht nicht. Ja, das ist ärgerlich gerade. Da hätte er wirklich jetzt viele Kills rausholen können, aber der Damage reicht leider noch nicht. So low alle. Also vom Leben. Ja, ich meine, du hast jetzt halt schon 2-0 Klett, 2-0 Akali. Wenn du da unten jetzt so ein bisschen safe machst, halt nicht wirklich so viel feedest, dann ist es erstmal okay. Klar, später brauchen sie den auf jeden Fall, den Varus dann. Und ja, wieder Engage von Klett. Schaden ist aber auch. Ja, da hat Judo halt echt keine Chance, gell? Mein Judo will eigentlich auch nur scalen. Ah. Wenn du dem Jungen seinen Farm lässt, dann ist er vollkommen glücklich. Hast du Erik schon mal auf Galio gesehen eigentlich? Nee. Oder Time to Laser? Er meint, er muss Galio spielen. Also ich glaube, das ist Laser. Auch wieder sowas, was ich auch noch nicht gesehen habe. Ah. Ich kann es mir halt gut als Kombo mit Olaf vorstellen, dass Olaf reinrennt und dann instant der Galio hinterherkommt. Jetzt kommt der Top-Gang und das könnte ein Tod sein. Ich hätte keinen Flash gehabt, das ist der Kill für Olaf. Schickes Timing. Ja, aber das haben sie gut gespielt. Nice. Haben sie sehr gut gemacht. Hätte er mal Kassadin gepickt. War leider gebannt. Sorry, Blackstar, der war gebannt. Wie im ersten Game. Der wird, glaube ich, auch in allen folgenden Games gebannt sein. Turbo Quinten. Quinten carry das. Der macht das. Wie spricht man das eigentlich aus? Quidi ist richtig, oder? Quidi? Ist das richtig? Ja? Ich hab keine Ahnung. Okay. Du musst den Chat fragen. Wie soll dir bitte sagen, wie man es ausspricht, wenn ich schreiben müssen? Naja. Passt doch. Ich meine, klar, GIF und GIF kann man auch schriftlich schreiben. Kannst du nicht diese Lautschrift da machen jetzt? Lautschrift. So mit zum Sprachkurs. Gab's doch im Deutschunterricht auch immer. Ja, im Französischunterricht auch. jetzt wissen wir's! Sehr gut! Dankeschön, bis zum Support! Dankeschön! Du bist unser Retter. Wir sprechen einfach gar nicht mehr an, wir ignorieren seine Plays einfach. die Plays kann man nicht ignorieren. Nee, das geht nicht, das ist gerade so ein bisschen der gerade wirklich am Kämpfen ist, ja? 3-1. Der er hat Kills, er muss jetzt. So, Kali rotiert aber auch runter und man kann Botlane eigentlich diven. Nordlane ist tanky. Toplane wird jetzt auch engaged, aber. Ja, man weiß nicht, dass der Olaf da ist. Und aber Akali, weil man weiß ja, nicht, das Bein ihn trifft da und dann geht man jetzt hier ran. Aber Akali ist noch da und das kann jetzt enden. Ja, Akali ist da. Oh, Flori. Das ist ein Damage, den der immer hier raushaut. Olaf rennt ja. Norte muss raus. Kriegt man Olaf noch. Ja, man verkauft aber den. Aber Varus kriegt man. Ja. Man könnte Akali noch kriegen. Caitlyn hat doch die Frage. Turnt er das? Caitlyn? Ja, er will. Er hat Bock. Komm, zeig's uns, Flori. Verdient ihr die Ratsche, mein Bruder. 700er Gold Shutdown. Wenn er sie noch macht, dann kriegt er die Ratsche. Alter, nein, ja. Kamera! Kamera, mach dich runter! Kamera! Mach ich halt persönlich. Ja, ich mach auch persönlich. Oh, ich komm doch raus. Na komm, aber ich krieg die Ratsche. Aber er ist low. War schon schön gespielt, ja. War das schon gut gemacht. Kamera ist wieder am Trollen. Ist wirklich so.
So, Top-Lane wieder. Es ist halt immer wieder, wenn die Kamera hier hochfängt. Klett springt nach vorne, die Kette geht drauf. YouTube verliert 3/4 Leben und geht dann irgendwie dann unter den Kopf. Ist immer dasselbe. Small Ratsch. Just a small kleine Ratsch. So, und Flori wird langsam 4-0. Das wird jetzt echt gefährlich. Und Eric ist da ganz schön weit vorne unterwegs. Und ich glaube. Und Eric hat noch Flash. Ja, aber. Oh, aber mein. Ich glaube nicht, dass er die 4-0 Olaf kommt. Olaf kommt von oben. Er ultet. Haut da ab. Haut da ab, ey. Und jetzt kommt der Backup. Beinig verfehlt. Und die Jungs haben Bock. Die Jungs haben richtig Bock. Na, man will sie jetzt auch hier mal haben. Das Shutdown Gold abholen. Und da holt er sie sich. Jetzt nicht. Und jetzt kann man auch den Tower bestimmt gut beschädigen. Quiddy ist echt momentan 5-2. Ja. Der muss hier performen. Und der jetzt ist auch Richtung Botlane. Und das sieht sehr lecker aus. Also sonst hat halt keiner was aus dem Ulus hat zwar ein Wort im Tribush, man sieht sie jetzt. Aber ich glaube, der Weg sollte nicht reichen. Oh, Merivan! Mensch. Sie haben auch beide keinen. Vielen Dank für 2 Monate. Dankeschön. Jetzt holt man Botlane ab. Und Binding sitzt ebenfalls. Das sollte der Kill sein. Ja, klar. Wunderschön, genau. Double Kill. Das ist halt wieder das jetzt. Jetzt kommt die Hochschule halt wieder. Und dreht auf. Hin das ist eben quasi Akali, beziehungsweise Ulus, die so ein bisschen dominant waren. Also es ist wirklich immer ein Hin und Her. Das ist wirklich richtig, richtig nice. Ei. Ich hab nur gewünscht, dass die Hochschule jetzt gewinnt. Das ach, damit wir ein drittes Game haben. Das Hin und Her mal bei ihr. Bei ihm stoppt. Eigentlich habe ich ja morgen eine Prüfung, aber naja. Naja. So, Klett ist nach oben geultet. Kam aber nichts bei rum. Und ich glaube, Ulus möchte jetzt Botlane mal zeigen, wer der Herr im Haus ist. Beinig sitzt. Wenn man jetzt da noch eine Falle drunter kriegt, Falle dann sitzt nicht, aber Charm ist doch relativ toll. Pfeil von Varus macht den Rest. Ja. Und dann holt man sich hier die Caitlyn Morgana ab. Also jetzt wieder Ulus, die zurückschlagen, ja. Leon setzt Prioritäten. Jawohl. Ich setze Prioritäten, das stimmt. Oh, schön. Hey, nee, alles gut. Alles vorbereitet, ist nur ein Vortrag halt. Das passt schon. Leon hat alles im Griff. Wenn es jetzt wirklich eine schriftliche Prüfung wäre, so, dann hätte ich das vielleicht nicht unbedingt gemacht. Sobald der macht jetzt ordentlich Tower-Schaden, man kriegt 2 Platings. Wir können nochmal ganz kurz aufs Gold gucken. Und zwar Botlane 300 Gold Lead oder 200 Gold Lead für Ulus. Midlane ist es knapper. Oder ist es trotzdem knapp? Mit einem auch 300 Gold Lead ungefähr. Jungle ist dann schon mit Quiddy ein bisschen deutlicher zu sehen mit 1300. Und jetzt kommt der Top Gank. Olaf kommt jetzt hoch. Der hat eben auch den Herald gemacht, der wird jetzt auch direkt gesetzt und das ist jetzt ordentlich Geld, was da in die Taschen von Judo gespült wird. Und Toplane, oh, jetzt ist Quiddy auch in eine Falle gelaufen. Oh, Ult kommt noch raus. Er zündet rechtzeitig die Ult, dass er nicht genug hat, aber Akali holt sich. Ohne Probleme. Wird er abgeholt. So, und jetzt der Ryze noch hinterher. Double Kill für Akali, die geht hier 6-1. Das einzige Problem ist halt, dass wenn Akali stirbt, man eigentlich nichts mehr hat. Dasselbe ist halt beim HSMW-Team mit Olaf. Aber, das Ding setzt die Ult. Oh, der Flash! Da kommen wir nochmal weg mit dem Flash. Nochmal Glück gehabt. Erik muss hier. So, Toplane finde ich halt interessant, dass sie sogar vom Gold her fast gleich auf sind, obwohl halt Klett killsmäßig deutlich vorne ist. Das ist halt auch wieder 200 bis 300 Gold, der da den Unterschied macht. Quiddy! Quiddy, ja, da muss schön. Du, Mensch. So spricht man ihn aus. So, und dann geht man jetzt hier auf der Seite vom HSMW-Team den Drake an. Ich glaub, ah, schon Varus und Naughty sind in der Nähe. Vielleicht will man da nochmal auf Snipe gehen. Nein. Und das wäre sogar fast funktioniert. Eieiei. So, wir haben wieder die heiß geliebten Windkanäle. Ist ein Traum. Ist irgendwie immer. Ich glaube, die haben mittlerweile haben echt hier Cloud Drake. 99%. Kommt zu 99%, ja. Das ist wie so eine Avalanche-Sache. Eine Avalanche-Sache. Was ist denn so schwer daran? Q-U-D-Y. So, Kali hat jetzt einen Blue Buff, das heißt mehr CDR für ihre Abilities und die haben so schon. Kutschi ist echt gut von Flora. Mach mal Kutschi. Passt. Na, Kutschi.
Achso, wegen Oh mein Gott. Gucci. So, Botlane, weil das ist, mein Olaf ist da, aber es sind 4 gegen 3. Das könnte riskant sein. Aber Galio ist ebenfalls in Ultrange. Mhm. Darf man nicht vergessen. Das wird jetzt zum Fight kommen. Und da kommt der Gelten. Galio ist ebenfalls jetzt da. Galio kommt rein. In seiner Ult. Und da geht der Jarvan jetzt einfach so down. Das war vielleicht doch ein bisschen zu deep dann. Und zu viel auf einmal gewollt. Ach, das ist die richtige Aussprache? Ernsthaft? Okay, lol. Na, dann mach mal Kuchi. Mach mal Kuchi. Oh, ey. Time to laser. Geilo kommt rein. Geilo. Galio. Der liebe Mann. Aber da hat halt Unus wieder nicht mit dem Galio gerechnet. Ich glaube, so viel Unterschied hat er eh nicht gemacht. Der Jarvan war da eh zu tief. Also, ich trink mal ganz kurz einen Schluck. Nee, lass mal. Erst nach dem Kasper getrunken jetzt. So, das Spiel verlagert sich ein bisschen auf die Midlane. Na, wobei, jetzt zieht man hoch auf die Toplane. Kali ist jetzt aber bei Galio. Oh, der Galio, der steht da ein bisschen out of position. Kriegt sein Taunt aber durch, hat er Glück gehabt, kann das den Knockup dann setzen. Team aber ist nicht rechtzeitig da. Nee, weil da passiert nichts, das wäre auch zu riskant gewesen. Klett war da, Jarvan war da. Ei, 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 goldmäßig. Im Thema Gesamtgold geben die Jungs sich auch nicht so viel. Es sind knapp 1000 Gold, die den Unterschied machen. Ist quasi nichts. Boah, Time to Laser macht doch soliden Schaden gegen die Akali. Fighten kann er sie, glaube ich, nicht. Kann er sie auf jeden Fall nicht. Aber er hat schon mal halbwegs stabile Antwort. Aber Nordel ist ebenfalls da und man geht doch rein. Thorn sitzt, Nordel ist jetzt da, Hook trifft ebenfalls. Aber Olaf ist auch da, TP kommt ebenfalls. Das war so, das TP antwortet. Aber TP man von Ulus kommt auch. Ja. Und ich glaube, kommt genauso der TP. Jetzt können sogar die Klett-Ult kommen. Ja, ne, Akali ist heiß. Die will auf jeden Fall, aber es ist halt heiß. Ein 5 gegen 4, beziehungsweise 5 gegen 3. Der Naughty haut ja ab da hinten. Naughty muss eh backen. Ja, der muss backen, ganz wichtig. Es geht jetzt wirklich nur darum, hier schnell die Wave zu deffen, dass nicht so viel Tower-Schaden hier kommt. Ankommt, genau. Oder Olaf auch direkt im Jungle unterwegs, guckt, ob er noch irgendwas findet, was er schnell mitnehmen kann, ist aber nichts da. Da war der Jarvan gründlich gewesen. So, und Yuto hat langsam auch schon, er hat seine Tier, hat seinen Rod of Ages. Ganz, ganz langsam kommt da auch Schaden darum. Wenn der erstmal anfängt, seine arkane Magie da anzuwenden. Die arkane Magie? Dann geht's los. Aber Akali muss halt jetzt echt, ich glaube, erstmal deutlich mehr Impact zeigen. Ja, ansonsten wird Ulus dann noch ein paar Probleme haben. Nein, ja, das ist zum Glück erstmal halt, du hast jetzt auf beiden Teams halt wirklich einen, der wirklich echt heftig gefeedet ist. So, Vision Verteidigung können wir auch ganz kurz mal gucken. Sorry, dass ich hier drüber. Achso, ja, mach mal. Aber Top Lane hat Vision Verteidigung, ist besser. Hasen wir halt auch ziemlich gute Verteilung. So, man hat Toplane, sieht relativ viel. Im Gegner-Jungle hat man auch ziemlich gute Vision eigentlich. Ist zwar mal Bot-Side, ja, guck dir das mal an, Alter. Das sehe ich jetzt auch gerade. Guck mal auf den Vision-Score hier. Der Jungler und der Naughty da unten halt. Und dann dagegen einfach nur das HSMB-Team. Also, der Vision-Score, der ist bei Ulus hier. Also, ich kann mir vorstellen, die wurden halt jetzt early ziemlich gut reingedrängt. Da können sie halt nicht viel warden. Ja. Aber da hat halt Ulus deutlich mehr Möglichkeiten zu warden. Deshalb auch fast das Doppelte halt. Das ist halt Klett das. Geht jetzt gegen so. Ryze misstept. Dann weicht dem Spaß aus. Ja. Und Ryze kann doch jetzt gegen Klett ankommen. Und das ist jetzt momentan. Jetzt muss man schnell sein Skar sich wiederholen. Turning Punkt. Man gibt einen Kill dran. Man schafft das sogar. Man kriegt hier Skar, kann die Caitlyn Ult damit abwehren, aber. Galio holt sich den Kill. So, und jetzt hofft man da oben, dass die Jungs von... Oh, Time to Laser. Oh, okay, engage. Hier, Mann, der hatte keine Wischen in dem Mund. Oh, Akali ist jetzt allein. Und oh, der Schaden! Ei! Es sieht nur, dass Akali holt sich den Ryze. Und HSW macht das solide. Olaf? Caitlyn holt die Akali, ganz wichtig. Kuchi rumpft komplett durch. Absolut solide, cleane Performance vom HSW-Team. Gut gemacht. Jetzt können sie auch in Ruhe den Drake da nehmen. Wir haben das komplette Ulus-Team da einmal geaced. Und dafür gibt es auch ein... Hier. Also, das muss man ja war auch Zucker. Erkennen.
Ja, das war wirklich sehr also schön gespielt. Jetzt hat man auch mal gezeigt hier, dass man noch da ist auf dem Server, ja. Also und die Cloudbacks natürlich auch richtig, richtig schön für das HSMW-Team. Man hat auf Olaf dann deutlich weniger Cooldown. Und vor allem auf Galio und Ryze, welche, also die Ult-Cooldowns von den beiden sind halt absolut interstellar. Und wenn die beiden mal ein bisschen runtergehen, das. Wie ist denn das eigentlich? Also Ryze hat locker, die beiden locker 3 Minuten, glaube ich. Also auf Level 1 logischerweise. Galio auch? Galio hat richtig viel. Shen müsste auch sowas haben in dem Dreh, denke ich. Ja, Ryze und Galio sind stupide. Wenn es um. Wir hatten uns doch, glaube ich, letztens sogar mal eine Statistik angeguckt mit den höchsten Ult-Cooldowns, aber ich habe keine Ahnung mehr, wer da ganz oben war. Schon zu lange wieder dabei. Team Pepe ist auch vertreten. Oh, was? Wo hast du den Depp daher? Das ist ja was für mich hier, Mensch. Depps sind immer gern gesehen hier bei mir. Da kommt der Engage gegen Nautilus. Man trifft den Taunt. Ja, oh, man trifft den Taunt. Morgana's down, das Bindings könnte. So tanky ist Nautilus hier eigentlich. Ist er auch nicht, aber man kommt. Das war aber auch ganz knapp mit dem Hook jetzt wieder. Das hat ganz knapp gereicht. Hat er richtig viel Glück gehabt. Sonst hätte er ganz schnell auch sterben können. Ach, Papa Platte, okay. Ehre. So, und Ryze kann mittlerweile, glaube ich, Klett sogar fighten. Und der brauchen wir auch noch hier. Wir können so, Ryze mittlerweile auch 400 Gold. Ah, da haben wir noch einen, guck mal. 400 Gold vor dem Klett. Und Kuchi ist ja eh. Oh, der ist low, ey. Caitlyn macht auch mittlerweile echt viel Schaden. Das macht er immer sehr gerne, Soto, einfach mal seine Caitlyn-Ult da auf irgendwen zu setzen. Macht man das? Hat man da jetzt so wenig Cooldown jetzt? Erkennst du dich doch am besten. Ich mach das nicht gerne, ich hebe mir das echt lieber auf für halt Executen. Das macht Soto aber wirklich echt cool. Akali wird sich halt jetzt so schnell wieder hochhealen. Ich weiß, machen glaube mehrere sogar, aber ich mach's nicht gerne. Ich würde mal schätzen, dass es jetzt personal. Wie hoch ist denn der Ult-Cooldown? Auch so eine Minute, 1,30. Na, das geht aber. Man geht ja für den Trap, aber Ulus lässt sie nicht beirren. Ah, nee. Wie gesagt, Ryze 400, 500 Gold vorne. Klett mittlerweile kein Problem mehr. Nee. Obwohl es auf der Laning Phase deutlich anders aussah. Na, ja, der hing ja auch ein bisschen zurück mit dem CS, der Ryze. Jetzt siehst du ja, jetzt, der ist jetzt schon wieder 20 ahead, aber das ist ganz klar, das ist halt so bei dem Champ. So, dann der Olaf auch vorne. Ja, schön. Mitte ist echt krass. Ich meine, ja, Akali hat viel geroamt und so, aber es ist trotzdem da doch ein heftiger CS-Unterschied. So, und ich glaube, Ryze wird jetzt sehr in der Falle sein. Oh, der Knockup verfehlt. Ja, oh, Flash das ebenfalls. Hat er aber sehr gut getimt, das Flash. Juto. Also, Juto, Mensch. Sehr schön gemacht. Ei. Ja. Ist man nochmal rausgekommen. Das ist der Knockup, aber. Hätte ich eigentlich auch gut gesehen jetzt. Das ist der Knockup verfehlt, war so knapp. Ich meine, es hat League, ne? Prediktest du den Sidestep oder nicht? Immer so eine Sache. Die gute alte 50-50-Chance. Und es spielt sich gerade sehr viel im oberen Bereich ab. Und Ulus trappt. Oh, Ulus. Geht gegen den Olaf und das restliche Team mit ebenfalls da. Nord und das aber passiert nichts weiter. Jetzt kommen die Ryze-Ult. Mit dann noch, ja. Gehen sie jetzt Baron an? Meinst du, ist die Ryze-Ult schon mal raus? Ah, nee, Baron machen sie noch nicht. Ganz man hat ja auch Vision auf der Seite von Ulus da, also. Solange man da nicht geert, wird man da auch nicht jetzt irgendwie in irgendwelche Schalen steppen. Das ist trotzdem lecker von Galio. Aber man hat doch schon Morello und Rod of Ages auf Galio. Man geht dann doch auf ordentlich Magic Damage. Ja, oh, die Becken alle jetzt. So, in. Unter einer Minute haben wir auch den nächsten Cloud. Wieder 10% Ult-Cooldown. Der oh, älter wäre doch mal was hier jetzt, oder? Mensch, das wäre was. Für Akali wäre es halt auch richtig gut. Das sehe ich eigentlich, Florian, mit so einem richtig schönen Akali-Penta dann am Ende. Oh. Ei. Oder Juto. Oder Caitlyn. Ja, oder Juto. Pro Person ein Schuss. Oder Nautilus. Pass mal auf. Er muss den nur immer genau die perfekte Dings da treffen, weil das der Execute kommt. Ja, so. Ja. Ulus baut um den Drake auf und Hasen wir jetzt ebenfalls mal Trap und. Oh, da geht's los, man geht dazu weiter. Geil, du kannst es aber noch tanken und dann. Und da kommst du nicht weg. Ne, keine Chance. Meine, der Flash ist auch noch gewastet. Jetzt der Akali muss hier aufpassen. Ist ein wichtiger Teil des Teams. Jetzt hat die meisten Kills. Muss das Team auch carryen. Also, wenn sie jetzt stirbt, wäre. Ja, wir sind unparteiisch. Wir wollen ja, erste Game hat Ulus gewonnen, jetzt soll Hasen wir gewinnen. Ja, bin ich eigentlich auch für.
Na, du bist parteiisch. Na gut, da bin ich parteiisch. Ich bin für Nautilus. Wir wollen das dritte Game. Soll spannend werden. Und Ulus möchte ich glaube jetzt. Ha? Wollen sie es? Ah, nee, wollen nicht. Nö, die waren aber Vision geklärt. Das heißt, sie müssen jetzt eigentlich erstmal wieder gucken gehen. Die Jungs von HSMW, da kommt wieder die Ult. Gut, alte Kälte. Ja, ich meine, das hat jetzt auch nicht schlecht Schaden gemacht halt. Nein, ja, was bringt halt nichts. Ich meine, du hast freie Sicht auf das Ziel, naja doch, weil du gehst jetzt vielleicht als Akali nicht unbedingt so rein. Weil siehst du, jetzt muss er backen erstmal. Das hätte er vielleicht jetzt eben nicht gemacht. Na, er backt nicht. Er hat nur noch Gold bei sich, also Becken wäre möglich, aber er macht halt zwei Qs und eine Wave. Ja, er hat Gunblade, er hat den Lifesteal. Jetzt geht's hier um den Drake, aber Ulus hat das nicht auf dem Schirm, so wie es aussieht. Und ja, das sind die Jungs Drake für HSMW. Schicker Drake, 10% Ult Cooldown. Ja, jetzt muss Ulus aber auch aufpassen, weil der nächste Drake, da ist auch schon die Seele dann mit drin. Und so, wir haben übrigens einen 4000er Goldvorteil bisher auf der Seite von der HSMW eSports. Hm. Und die Ocean-Seele, Cloud-Seele, ist mit dem Ult-Move-in-Speed natürlich nochmal für Olaf richtig lecker. Und für Morgana kann man es, glaube ich, auch ziemlich gut benutzen. Genau, Vision-Score immer noch. Ulus vorne. Naja. Das ist halt wirklich, was der Jarvan da... Obwohl, guck dir mal an, der Olaf hat jetzt auch einen 40er, also der hat echt oft geholt. Oh. Ja. Sehr gut gemacht. Oh, Juto. Das war knappes Ding. Ei. Aber Final Minute kommt da noch mal raus. Da kommt die Caitlyn Ult auch schon wieder. So viel Cooldown hat die echt nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, warte. Das lohnt. Da siehst du schon hier. Guck mal, das tickt schneller als die Uhr, das Ding da. Also. Das kannst du da wirklich schon machen. Also, kannst du dir auch mal angewöhnen jetzt. Top Tier 2. Der HSMW scheint das Game momentan zu dominieren. Frage ist nur, ob wieder ein Fehler kommt, der nicht gewollt ist. Caitlyn kriegt den, oh mein, Morgana nimmt den Red Buff. Der legendäre Red Buff auf Morgana. Oh, oh, das steppt man dauernd in die Beine rein. Schaden. Das ist Schaden dann. Und jetzt sind Morgana und Caitlyn ziemlich... rollt da vorbei. Man möchte da jetzt drauf und Akali, die ultet da erstmal rein. Caitlyn kommt raus, Caitlyn kommt raus. Noch. Galio holt den Varus. Morgana kommt ebenfalls raus. Galio kommt ebenfalls raus. Und jetzt ist das restliche Team ebenfalls am Start. Ja, der Ryze holt den Jarvan. Und Ryze braucht nur noch EQ machen. Und hier wird wirklich hin und her getradet, aber es sieht so aus, als ob das für die Jungs von der HSMW eSports besser aussieht. Oh, ja, und da holt man auch noch den Klett und jetzt kann man ganz in Ruhe den Baron machen. Pitch Perfect Timing vom restlichen HSMW-Team. Ja, man hat zum zweiten Mal jetzt in diesem Game das komplette Gegnerteam geaced. Also, das war aber auch in diesem Maßen unlucky für Ulus, weil wenn das, der Rest vom HSMW-Team da etwas später kommt, rollen die da drüber. Aber so war es genau passend. So war es passend. Mein, die Jungs brauchen auch mal ein bisschen Glück jetzt, ja? Weil das wäre schon echt schön, hier so eine dritte Map noch zu sehen. Das dritte Game. Ja, das sehe ich auch so. Pitch Perfect. Ist Perfect Pitch nicht dieses, dass man Noten genau erkennen kann? Also hört, hier Charlie Puth hat das doch. Dass man alles genau zuordnen kann. Um auch ein bisschen Wissen mit reinzubringen. Ah, guck mal. Ja, wenn Spielemann castet, da ist immer das Wissen ganz hoch. Die Kompetenz ist immer da, ja. Nächste Runde Geschichte. Geschichte. So, diesmal hat Caitlyn auch den Red Buff. Ja, Nils, nee, dann sag mir doch mal, in welchem Jahr fand die große Schlacht von Demacia statt? Auf geht's. Kohlenstoffdioxid. Jawohl. Jawohl. So, jetzt geht man hier durch mit dem Baron Buff, die Mitte runter, auf der Seite von dem HSMW-Team. Ah, man könnte da jetzt auch den Varus noch abfangen, wenn der da so weit. Ah, und Juto ist am Start. Aber Juto ist auch schon da. Und die stehen da jetzt nur zu zweit, aber... Das restliche Ulus-Team ist auch auf dem Weg dahin. Botlane Tier 2 fällt jetzt ebenfalls. Das HSMW-Team rollt über die ganze Map drüber. Jetzt müssen sie nur noch über die Gegner drüber rollen, um das Game finishen zu können. Ah, Beine jetzt. Oh, Juto! Das könnte zu aggressiv gewesen sein, aber... Ne? Ja, man geht jetzt hier rein. Und da kommt die Galio-Ult. Und die trifft. Und dann holt die Caitlyn die...
Ja, da ist auch schon der Taunt. Wichtiger und schöner Taunt. Und die Jungs rollen drüber. Scar kommt nochmal, aber der kann... Kommt drüber und jetzt wird auch noch Scar und Klett auseinandergenommen hier. HSMW eSports holt das zweite Game. Wir gehen hier auf eine dritte Map, ja. Also spannender können sie es wirklich hier auch nicht gestalten. Das ist der Fan Education. Das ist unglaublich. Absolut. Unglaublich geil, dieses Game. Oh, holy shit. Ja, und spätestens jetzt solltet ihr euren Freunden und Bekannten Bescheid sagen, euren Großeltern, dass es ein richtig geiles League-Game gibt. Geiler als in der LCS oder wo auch immer. Ja. Ah, aber jetzt geht's gleich los. Ei, ei, ei. Drittes Game, Ulus gegen HSMW. Not ja, bestimmt. Aram könnten sie eigentlich jetzt machen hier. Das dauert wenigstens nicht so lange. Aram. Ei. So, Damage Graph wieder analysieren. Ja, aber Damage Graph brauchen wir hier. Ah, gut, Caitlyn. Die Caitlyn, guckst du dir an. Da hat Soto echt abgeliefert hier. Erik, jetzt geil, Jumain. Also Caitlyn und Yuto vor allem. Obwohl Yuto halt die Lane. Siege, ey. Obwohl Yuto die Lane verloren hat, trotzdem guten Schaden gemacht, aber es halt. Yuto sein Rise, ne? Das ist. Twisted Treeline kriegt man auch hin, bestimmt, ne? Twisted Treeline.